Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, wir sind in Akt 4 bei Korms Reich gewesen und jetzt müssen wir zu der Resource Stream. Ich habe das jetzt mit dem Prophecy gemacht im Jump of Sins und habe diese Carved Wand bekommen und dieses Schild. Wheel of the Storm Sail. Das sind Magic Fans drauf. Curse haben längere Effect Duration, Dauer. Okay, und hier Power Charge nach Kill brauchen wir nicht. Anything you need, just ask. So. Until next time. Jo, der Rest wird ziemlich leicht sein. Der Schaden, der ist auch wieder ein bisschen gestiegen. Ich habe noch ein bisschen das andere Portal hier gemacht, Coems Dream, genau. Pride the Fury. Ja. Also. Dann versuchen wir mal Daressa Stream natürlich. Echt gut, um schnell durchzumachen. Genau, so Arenen sind natürlich sehr leicht mit Kugelblitz. Natürlich schon. Sehr gut. Dank dem guten Aoe. So, da sind die zwei Bosse. Unique-Gegner. Ja. Das ist einfach, also eigentlich nichts Neues. Ja. Ich habe nichts Neues equipped. Einfach durch die Skill-Game-Level doch ein Ticken stärker geworden. Also, ja, spielt sich sehr smooth. Wirklich sehr, bin sehr froh. Bei der Schwierigkeitsgrad natürlich hier in Akt 4 auch wieder hart ansteigt. Akt 5 ist irgendwie ganz leicht im Gegensatz zu Akt 4. Und Akt 6 ist dann wieder schwer. Akt 7 wieder sehr leicht. Ja, das Balancing haben sie halt jetzt momentan nicht so drauf. Es wird immer wieder schwer kritisiert, sie würden nicht aufs Balancing schauen. Auch droppt halt kaum was, schreiben sie. Kann ich jetzt nicht so sagen. Also, es ist klar, dass Anfangs Akte noch nicht viel droppt. Ganz normal. Wie es im Endgame ausschaut, ich bin ja eben nie weiter als Akt 7 gekommen, diese Liga. Kann ich jetzt echt nicht sagen, da ich eben gar nicht so viel zum Spielen komme. Eigentlich ist alles in den Let's Play Parts jetzt gezeigt worden von dieser Liga. Also, ich habe sonst kaum gespielt, nur ein bisschen gelevelt und noch einen, ja. Jetzt muss ich die richtige Klasse sagen. Pathfinder gemacht. Ja, mit Frenzy und was war's noch? Tornado Shot. Ja. Hat aber zu wenig Schaden gemacht. Die Gegner waren einfach viel zu zäh. Dann in Akt 5 fand ich echt doof. Ja, jetzt haben wir eben Ball Lightning und ist ultra viel stärker als Tornado Shot. Ultra viel stärker. Es liegt jetzt einfach auch daran, dass ich jetzt zum Beispiel die Ringe. Doch, die Ringe habe ich. Ne, die Ringe habe ich nicht genutzt. Genau, die hatte ich ja auf dem Ding. Den Sonics Amulett kann ich irgendwie verkraften. Also umtauschen beim Händler. Irgendwie wird das. Das nehme ich mal mit. Genau, weiß ich die Crafting-Netze leider nicht, weil ich sie nie brauche. Flask, glaube ich, rein. Oder ein Iron Ring. Wie soll das? Genau, weiß ich nicht mehr.
So, ich nehme immer die grauen Items mit, weil sie einen Chromatic Orb drin geben beim Verkaufen. So. Also als erstes, ich muss hier Mana holen, das ist sehr wichtig. Und dann könnten wir auch hier die Taufs nehmen. Die Toffs. Ja. Dann haben wir eigentlich genügend Mana hoffentlich. Für eben 6 Link. Jo. Zählt das als 6 Links, wenn ein Spell-Tot-Toten noch drin ist? Wahrscheinlich schon. Also, es ist ja 6 Link, aber 6 Support, 5 Support-Games ist es ja so eigentlich nicht, weil Spell-Toten kein Support-Game ist. Und deshalb gibt es ja diese Rüstung da. Das ist Torment. Jetzt kann ich, wie die Rüstung heißt, können wir noch, ne, noch schauen. Ich glaube, ich habe Level 49. Irgendwie so um den Dreh. 52 kann das sein. Ja. Oder sogar nur für, also 50. Mal dann schauen. So. Eine Müsli-Packung ist umgefallen. Ja, leider bringt das gar nicht viel. Connection. Wir machen keinen Schaden. Doch Ancestral Bond. Machen wir keinen Schaden. Aber das erwirkt das auch nicht mehr. Das 15% reduzieren oder jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Du hast eben noch 15. Expur. Hm. So. Direkt natürlich die Belohnung abholen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Wahrscheinlich schon, Spell Echo. Oder das andere. Das andere ist ja nicht immer. Ich glaube, das bringt nicht gar nicht so viel. Wir können es einfach mal verwenden. Also ja, perfekt, bringt nichts. Ah, Multiple Totems könnten wir verwenden. Gut, dann nehmen wir das. Da wird es gar nicht so viel. Ja, das Problem ist eigentlich, ja, wir machen 3 Geschosse und mit Multiple Totems haben wir 2 Totems gleichzeitig. Das heißt, wir verlieren ein Geschoss, dafür machen wir viel mehr Schaden. Also die Kugelblitze machen mehr Schaden. Deswegen mal schauen, ob da irgendwas bringt. Also irgendwie muss das jetzt etwas bringen. Wisst ihr was, wir machen das einfach mal hier hin und dann schaue ich bis zum nächsten Part mal, wenn ich es nicht vergesse, was es genau macht, also wie das Crafting-Rezept geht und was es bringt. So, Doppelmonster. Okay, das zum Lesen. Also es sollte jetzt eigentlich mit den Mana-Kosten auch gehen, wegen den 2 Totems. Jo, und die Area ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich wusste, dass es 2 hintereinander sind, die geschossen werden. Dadurch eben, dass wir 2 gleichzeitig eigentlich dozieren. Sieht so aus, als würden... Ja, die Totems doch ein bisschen versetzt am Schießen. Okay, da geht's durch. Also bringt's gar nicht, diesen Spell Echo auch noch reintun zu müssen. Schaut, ja. Das ist extremst. Schaden. Völlig getrieben. Schauen wir nochmal. Ich habe doch auf C gedrückt.
Resistenzen sind immer noch mega schlecht. 650, das wird einfach völlig falsch. Also, ein Gegner, der hat sicher 1000 Leben. Also mit der Energierung. Ist jetzt nicht gerade so korrekt. Also es ist jetzt kein Bild, der wirklich auf DPS-Anzeige. Ja, es ist wahr. Wir machen so viel Schaden, als das jetzt. Sondern eher, weil halt der Gegner auch mehrmals getroffen wird gleichzeitig und das Geschoss ja nicht einfach verschwindet, wenn man Geschoss, also Toten geschossen hat. Ist es sehr, sehr effizient. Der Gegner wird sicher ein paar Mal getroffen. Und es macht halt einen Schaden aus. Und das, wo steht, das ist immer nur ein einziger Treffer. Das ist halt natürlich falsch. In anderen Spielen gibt es auch DPS mit mehreren Treffen und so. Bei Spellforce ist es so. Also zum Beispiel, wenn zwei Schockwellen sind, dann zählt auch der zweite Schlag noch dazu. Vielleicht auch noch Champion zu verrechnen. Kommt übrigens sehr gut an, also weil ich mich natürlich ich so motivieren, gefällt. Also Exile kommt halt nicht so gut an, weil sehr viele eigentlich immer nur den Großen nachgehen. Weil die natürlich auch nur das Spiel spielen und natürlich da auch kein Profi sind. Sie den ganzen Tag nichts anderes machen müssen als Path of Exile spielen. Nicht mal irgendwie ums Essen kümmern oder so müssen. Das kann ich natürlich nicht und ich möchte ja eher Videos machen. Ich bin nicht so der Livestreamer. Ja, weil ich immer noch nicht genügend Zeit habe am Stück, dass ich mit dem Livestream beenden müsste. Und weil ich jetzt einfach noch die Mikrofonprobleme hatte. Aber ich denke, ab morgen geht es dann wieder los. Muss aber schauen, weil ich natürlich nicht überall jetzt auch Aufrufe habe. Zuschauer habe. Ja. Und ich habe jetzt noch ein Problem auf dem Minecraft-Server, sonst hätte ich mit dem einfach mal gestartet. Das Game halt schon sehr zeitintensiv ist und nicht so schnell ist wie Perfexa, da kommt man in relativ kurzer Zeit sehr weit. In Minecraft kommt man in kurzer Zeit überhaupt nicht weit. Ja. Deshalb, ja. Und eben auf YouTube werde ich auch mal leisten, vielleicht Forza Horizon 5. Poco Life noch. Ja, und Path of Exile wahrscheinlich auch noch. Und Last Epoch, also. Ich streame einfach so wie ich. Ich denke, ist gut. Also mal einen Tag Twitch, ein, zwei Tage YouTube. Also wie oft ich wechseln möchte, ja, das ist schon ein bisschen kompliziert zum Wechseln. Jetzt hat er wieder einen Code suchen und dann müsst ihr noch andere Einstellungen umstellen. Bei YouTube könnt ihr viel höhere Bitrate hin einstellen. Das muss ich auch noch einstellen. Und halt die Fenster, die Add-ons an- und ausmachen, es ist sehr viel zu tun, um nur einen anderen Livestream-Ding zu machen. So weiter zum Haaren. Also bin ich nicht vorwärts gekommen. Bin gelaufen und teleportiert, aber das Spiel hat so gedacht, ja, wir warten, bis das Geschoss eingetroffen ist am Boden. Das ist ein Mörser. Mich erinnert das immer an einen Mörser-Flugbahn.
ist halt nicht richtiges 3D, es ist 2,5D. Und deshalb sind die Geschosse viel schneller am Boden, obwohl sie eigentlich immer noch in die Luft fliegen. Ja, das kann ich leider jetzt gar nicht mehr zeigen, aber das müsst ihr, wenn ihr mal bei Daughters seid, schauen. Sie fallen mega nach, sie fliegen nach oben und dann sind sie eigentlich sofort wieder am Boden. Einfach das Spiel ist falsch berechnet. Exquisite, Tala. Die waren früher mal mega stark, diese Bomben. Weil das Haus. Ja, es ist Hausschaden. Das ist natürlich einfach Void, das. Lila, habt ihr das Chaos-Schaden? Nein, Void-Schaden gibt es gar nicht in diesem Spiel, das gibt es in Last Epoch zum Beispiel. Ja. Und Void ist Leere, glaube ich. Kann das sein? Bin immer noch ganz, ganz am Lernen von Englisch. Bin noch nicht weit. Es liegt einfach daran, dass ich einfach keine Zeit habe zum Lernen. Ja, ich mache mehr als 5 Stunden Sport pro Tag. Dazu kommen noch 4 Stunden Ausruhen. Und Haushalt mega viel. Das ist natürlich schon ziemlich nervig als Influencer, aber da braucht ihr einfach Zeit. Also ich denke, Influencer ist eines der am zeitintensivsten Berufe. Ich mach's ja nicht mal als Beruf. Ich mach's immer als Hobby, weil ich das mega cool finde, den Leuten irgendwas zu zeigen, wie ich spiele, erkläre, Feedback gebe und so weiter. Und meistens bekomme ich halt irgendwie negative Bewertungen so über, weil ich natürlich die Spiele jetzt nicht gerade immer so in den Himmel loben kann. Seht ihr im Forum, eigentlich alle haten das Game. Ich bin es trotzdem nicht erhatet. Ich sage nur diese Kritik, die auch nötig ist. Und es ist natürlich schon ziemlich unfair dann, wenn man natürlich wegen ein bisschen Kritik dann schon wieder als negativ oder als Hater abgestimmt wird. Ist leider so. Jetzt haben wir nicht mal etwas vom Kampf mitgekriegt, was schon da. Ich habe mich null auf den Kampf konzentriert. Ja, da seht ihr wieder mal. Ich habe einfach ein Form-User. Wie wunderfitzig ich bin, einfach geschaut, was er für Charaktere hat. Hat einen Charakter gefunden, Level 96. Totem Hierophant. Ich fand den Bild sofort mega geil. Das bin ich ihn halt ein bisschen am Nachbusten. Also, ja, eben, ich habe kein. Bildschirm aufnehmen. So, jetzt habt ihr hier oben. Nein. So jetzt. Also das ist einfach hier passofexile.com Account, View Profile und dann Schnudles Charakters. Und so hat er geskillt. Und das poste ich sozusagen nach. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Extremst verzögert. Genau. Ja, natürlich den Blitz-Damage hier oben dann noch holen. Genau. Und hier oben sind seine Items. Kann ich da nach oben? Ja, danke schön, Website, dass du so langsam bist. Jo. Sind natürlich auch Items, die relativ teuer sind, aber sehr defensiv sind. Ja, der Köy-Totem-Skill. Cool. Werden wir mal anschauen. 93 ist er? Okay. Ich dachte 96.
Aber gut. Das ist sozusagen. Mein Bild, den ich aber jetzt nachbaue. Das sind halt wirkliche Profis, die wissen ganz genau, welche Sachen sie scannen müssen und so weiter. Und ja, ich bin zwar auch Profi, aber eben nicht gerade so der Bildbauer, sondern eher so der. Ich hab Spaß, auch wenn ich jetzt nicht gerade so viel denke. Spiele. Und deshalb muss ich jemandem anderen etwas ein bisschen abschauen. Ich habe den einfach gewählt. Das ist ziemlich gut. Also, er spielt eben solo Selfhand, oder? Ich bin halt jetzt wirklich nicht der, der handelt. Ich habe eigentlich die meisten Items einfach von der Gede bekommen. Dankeschön. Für den Streamer-Support von Eloyan unterstrich 5, glaube ich. Ja, genau hier. So, jetzt haben wir dann bald genügend Mana. So, ja, da kann ich eigentlich morgen, nein, heute schon. Boah, Gott, die Schaden, die Toten, die schießen irgendwie einfach gar nicht gerade so schnell. Ist man schon tot, wenn man die Toten erst mal einmal geschossen hat. Aber die Kettenblitze, die sind irgendwie schneller. Sind drin? Ja, ich hab's Lower Project, die ist noch drin. Keine Ahnung. Die fliegen jetzt einfach wegen dem Schrein wahrscheinlich einfach so schnell. Ja, der Schrein ist es. Ich dachte, der gibt noch Geschwindigkeit, Attack Speed und also Movement Speed. So, Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit, aber scheinbar auch Geschossgeschwindigkeit, okay. So nennt man. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Gut. So. Ja, dann können wir noch das Gebiet schön durchjumpen. Ja, komm. Also eventuell sind die Server nicht gerade so gut momentan. Gehen wahrscheinlich wieder viel mehr. Das ist einfach so die Ladezeiten und so. Also es gab heute Morgen einfach diese Situation, dass ich unendlich geladen habe. Ich wollte da Com-Stream machen. Und ich habe unendlich geladen. Es hörte nicht mehr auf, Ladebildschirme zu sein. Und da stimmt schon etwas mit den Servern wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, Frankfurt. Oder ist es Mailand? Also Mailand verwende ich am meisten. Weil es gar nicht so weit ist von Basel nach Mailand. Es sind halt die Alpen dazwischen. Das ist eigentlich besser. Frankfurt zu nehmen, aber Frankfurt hat einfach immer dieses Problem, dass zu viele Spieler manchmal in Spikes spielen. Also manchmal geht es super, dann geht es wieder mega schlecht, dann geht es wieder super, dann geht es wieder schlecht. Und das ist in Mailand nicht so. Also ich kenne kaum italienische Streamer oder Spieler. Spieler, die sind ja sowieso ein bisschen privater, oder? Also, ja. Deshalb kenne ich die natürlich nicht. Und, jo, deshalb spiele ich auf diesem Server. Weil die Latenz ist, glaube ich, nur 2 Millisekunden schneller. Auf Frankfurt. Jo. Viele sagen auch, soll nach London, also Server auf London stellen. Aber dort gibt es noch größere Leg Spikes. Nee. Ich habe es ausprobiert. Ich habe eigentlich ganze Anfangs-Season habe ich dort gespielt und ihr habt ja gesehen, es ist nicht immer so richtig legfrei gewesen.
Ich sehe mehr Lags als Lagfrei. Naja. Es ist auch halt die Engine, die auf sehr unhaft schlechter läuft. Viele wollen einfach einen Singleplayer-Modus haben. Jetzt. Ich will es ja schon seit dem Spiel Veröffentlichung einen Singleplayer-Modus. Dann habe ich auch keinen Stress mit Season, also mit anderen Leuten mich zu messen. Also ich messe mich halt nicht gern mit anderen Leuten. Bin ich so einer, der immer besser sein will. Ich möchte einfach Spaß haben und Freunde haben und so. Als andere. Also ich spiele halt einfach aus Natur aus gut. Hab halt auch meine negativen Sachen noch. Also das, die zwei waren es, die wir erwischt haben. Ja, toll. Auf 50 Life ist dennoch gut. Aber wir brauchen etwas mehr, Resi. Remember. Mal überlegen. Es ist gar nicht mal so viel. Also chillet ging meistens nicht so schnell. Nee, es lohnt sich überhaupt nicht. So, geben wir einfach in der Gegend. Gut, dann geht's im nächsten Part hier weiter in Akt 5. Dankeschön fürs Zusehen. Bis denne. Tschüss.